So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute machen wir mal eine kleine Max Out Monday Folge, weil es so gut reinpasst, denn der Super C-Day ist vorbei, das Super C-Day Wochenende und nicht wundern, ich habe jetzt eben noch meine Bier-Adventskalender-Folge aufgenommen, mir ist also noch richtig schlecht und gleich im Anschluss jetzt die Pokémon-Folge, mir geht's richtig gut. Aber wir wollen heute mal wieder was maxen und ich habe es ja schon angekündigt, dass ich einen 100er Kindwurm bekommen hatte durch Tausch. Das habe ich jetzt schon ewig mit mir rumgeschleppt. Das wollte ich jetzt endlich mal maxen. Beim Kobaldium hat noch was gefehlt, das wollen wir noch fertig machen. Und mein allererstes 100%iges Despotar, was ich durch Erlösung bekommen habe, das jetzt auch mit Katapult entwickelt während des Super Sea Days. Die drei machen wir heute. Wir gucken mal hier in die App rein. Wir gehen mal auf Push. So, da seht ihr schon die drei Kandidaten, die wir heute pushen werden. Das Lustige ist, ich wollte letztens Bonbons sammeln für das Kobaldium. So habe ich immer ein Kobaldium, was ich gefangen habe, weggetauscht auf über 100 Kilometer und habe dann mit Pupsi getauscht, damit ich drei Bonbons eben für das Kobaldium bekomme, von ihr ein Kobaldium bekomme, ihr Kobaldium wegschicke und somit pro Tausch vier Kobaldium-Bonbons mache, dass ich keine Sonderbonbons da rein investieren muss. Und dann, dann ist das Unmögliche passiert. Ich habe einfach ein zweites 100%iges Kobaldium bekommen mit 17, 27, frisch aus dem Raid gefangen, also richtig genial. Jetzt habe ich 200er Kobaldium, wovon ich eins aber schon fast fertig gepusht habe. Da fehlen nur noch zwei Pushs. Die werden wir jetzt gleich mal durchführen. Das seht ihr einmal hier. 21 bekommt es dazu und jetzt hat es genau 3000 WP. Und schon ist die Anzeige wieder am Arsch. Also, was ist das denn? Muss das denn sein? Niantic, was macht ihr denn? Das sieht aber richtig genial aus. Genau 3000. Das ist wie bei Stolos, was auch genau 3000 hat. Eigentlich müsste man das jetzt so lassen. Aber wir wollen es ja auf Max pushen. Also müssen wir leider noch einen Push geben. Vielleicht zeigt es dann auch wieder normal an. Nee, zeigt es nicht. Jetzt zeigt es noch komischer an. Also, keine Ahnung, was da los ist, das habt ihr bestimmt auch, oder? Wenn es bei jemandem nicht so ist, dass ihr so komische Zeichen da habt, also vielleicht habt ihr euer Handy auch einfach auf Chinesisch eingestellt. Da kenne ich eine Type, der macht das immer. Aber das egal, das ist also jetzt auf Max-Level, wie man hier sieht. Der Push-Button ist weg, 3022, 100%iges Kobaldium. Das können wir noch umbenennen hier, 100, macht man da ein Leerzeichen, macht man kein Leerzeichen, ich weiß es nicht. Wir schreiben es einfach mal so dran, 100%, gehen zurück, geben wieder Push ein, machen als zweites nämlich das Despotar. Ich habe so viele Despotar damals gemacht und geradet und immer wenn ich einen 98er hatte, habe ich das gleich hochgezogen, hochgezogen, hochgezogen. So habe ich dann eine ganze Armee gehabt von Despotar als 98er und auch am Community Day damals ein 98%iges Shiny bekommen mit Katapult und Steinkante. Jetzt habe ich hier ein erlöstes 100%iges, was eben höher kommt als alle anderen Despotare und das wollen wir uns gleich angucken. Wenn wir fertig sind mit dem Pushen, das bekommt nämlich 55 WP pro Push dazu, wie ihr seht, ist ein bisschen günstiger vom Sternenstaub, weil es eben ein erlöstes ist. Noch besser wäre es aber, wenn es ein Glücks-Pokémon wäre, dann wäre es mega günstig. So ist es eigentlich immer noch teuer genug, aber wir wollen euch ja hier was bieten und ich will endlich mal ein 100% gemaxtes Despotar haben. Deswegen ziehen wir das jetzt hoch und wenn noch zwei Pushs fehlen, melden wir uns nochmal zurück. So, da sind wir wieder zurück und ich habe jetzt nicht schlecht gestaunt, ich habe noch nie ein erlöstes Pokémon gepusht. Ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, hä, wieso zeigt das immer zu 11 an und normalerweise geht das doch auf 12. Jetzt zeigt es plötzlich 14 an, das heißt, das müssten jetzt die zwei letzten Pushs sein, die statt 15 Bonbons einfach 14 Bonbons kosten und statt 10.000 Staub einfach 9.000 Staub, also ihr spart ein bisschen was, aber so krass ist das Ersparnis auch nicht. Wir geben die zwei letzten Pushs auf das Pokémon 3807 und das müsste der letzte sein mit 3834.
Genau, jetzt hat es aber Katapult und Rückkehr. Das wollen wir noch ändern. Wir geben also eine Ladeattacke drauf. Braucht man nicht. Ich weiß nicht, wo zurück. Jetzt ist die Anzeige wieder am Arsch. Steinkante, das lassen wir drin. Ja, auch wenn man nichts mehr erkennen kann, egal, das lassen wir drin. Wir gucken mal kurz. Wenn wir Despot da jetzt eingeben, seht ihr, das ist jetzt das Höchste. Die anderen, die 98er, alle mit 3826 und das 100er mit 3834. Sprich, warum habe ich das bitteschön jetzt hochgezogen für Sternenstaub und Bonbons und alles Mögliche? Nur wegen 8 WP. Wer braucht schon 8 WP? Das ist doch eigentlich. Ich hab's jetzt schon bereut. Jetzt habt ihr aber wenigstens mal ein erlöstes, hundertprozentiges Despo da gesehen. Kann man ja mal machen. Wir geben nochmal Push ein. Achso, hier können wir noch die 100 dran schreiben. 100 Brot, Cent. Zack. Gehen nochmal zurück. Haben noch Push übrig hier. Ein hundertprozentiges Lucky Brutalander. Und da ist es genial. Ich habe ja damals ein Shiny Brutalander entwickelt. Pupsi auch mit der C-Day-Attacke und wir haben dann per Glückstausch am C-Day unsere zwei Shiny Brutalander gegeneinander getradet und ich habe einfach mal ein 100% Lucky Shiny Brutalander bekommen. Nach dem C-Day noch ein bisschen getauscht. Der Kenny hat mir da ein paar Kindwurm getauscht hin und her mit den Accounts und es ist einfach nochmal ein 100% Lucky Kindwurm daraus entstanden. Was ich jetzt aufgehoben habe, fast ein ganzes Jahr lang, aufgehoben für den Super C-Day, damit ich eben jetzt noch ein hundertprozentiges Lucky Brutalander maxen kann. Ihr seht, wenn wir hier was draufgeben, hier sparen wir natürlich viel mehr Sternenstaub. 53 kriegt das auch hinzu. Das sieht auf jeden Fall richtig heftig aus. Ein paar Bonbons haben wir natürlich noch übrig. Wir melden uns gleich zurück, wenn wir noch 15 Bonbons brauchen zum Pushen und ja. So, da sind wir wieder zurück. Zwei Pushs haben wir also noch übrig. 2x15 Bonbons, 2x5000 Sternenstaub statt 10.000. Das ist richtig genial und wir haben jetzt noch genau 999 Bonbons. Aber wir müssen ja noch zwei Pushs durchführen. 26 bekommt es dazu. Das war der vorletzte und jetzt der letzte. 3749. Und ihr seht schon Feuerzahn, Wutanfall. Das möchten wir aber auch nicht haben. Da ändern wir mal die Sofortattacke und machen einmal Drachenrute. Hey! Und es hat sich nicht komplett verkrüppelt. Die Größe sieht zwar komisch aus, aber der Rest ist so geblieben. Damit ihr seht, dass ich auch keinen Schwan erzähle, das ist also wirklich ein 100er, das könnt ihr mir glauben. Hat also 3 Sterne, alle Werte auf 15. Und jetzt muss ich sagen, es hat sich natürlich gelohnt zu warten. Man kann jetzt ja eigentlich davon ausgehen, wenn nächstes Jahr im Dezember wieder Community Day ist, dass sie wieder einen Best of Sea Day machen, eben das Best of von 2020, dass sie da nochmal alles bringen, von Januar bis November, was da kam, sprich von Plinfa im Januar angefangen und alles, was halt im Jahr verteilt war. Meinetwegen die alten Pokémon von 2018 und 19 in Raids oder in Eiern, aber auf jeden Fall denke ich mir, dass es wieder so sein wird, dass ihr am Wochenende, am Super C-Day Wochenende 2020 wieder alle Spezialattacken, alle C-Day-Attacken bekommen könnt. Deswegen seid einfach geduldig, macht es wie ich. Wenn ihr was Gutes bekommt, entwickelt es nicht, hebt es auf ein ganzes Jahr lang, wartet bis der Super C-Day im Dezember 2020 kommt. Denn ich gehe davon aus, er wird kommen. Steht nicht fest, ich gehe davon aus. Und entwickelt dann eure hundertprozentigen oder eure IV-höchsten, eure besten, eure stärksten, eure Lieblings-Pokémon. Holt euch die C-Day-Attacken, das ist wirklich sehr sinnvoll. Bei Brutalander zum Beispiel mit Wutanfall ist das so genial, so stark. Bei Dragoran finde ich es zum Beispiel richtig komisch, weil Dragoran hat ja normalerweise Wutanfall, nicht Mutanfall, hat ja Wutanfall und würde dann Dragometeor bekommen. Obwohl Dragometeor meiner Meinung nach schwächer ist und das Pokémon irgendwo ausbremst, denn bei Brutalander will man Dragometeor weghaben und Wutanfall bekommen. Wenn ihr aber ein Dragoran entwickelt, bekommt ihr statt Wutanfall Dragometeor. Also bei Dragoran ist es komplett egal, wenn ihr da ein gutes habt, also gutes Dratini könnt ihr das immer entwickeln.
bei Bruder Lander, bei Kindwurm also, würde ich auf jeden Fall warten. Genau wie bei Tarnhell würde ich warten, Sternenhieb holen. Bei anderen Sachen wie Starter, wenn ihr da was habt, die ganzen Pflanzenstarter mit Flora-Statue oder die ganzen Feuerstarter mit Lohe-Kanonade, die Wasserstarter mit Aqua-Haubitze, die sind auf jeden Fall nützlicher dann in Raids, die sind nützlicher bei PvP. Seid da wirklich geduldig. Ihr werdet belohnt auf jeden Fall im Endeffekt. Und was gibt's noch? Was ist noch nützlich? Was war noch sinnvoll, sich zu holen? Ich weiß es gerade gar nicht. Das. Ja, das war's eigentlich. Wenn euch noch was einfällt, was ist noch ein Pokémon, wo man unbedingt die C-Day-Attacke braucht und bei welchem Pokémon interessiert euch die C-Day-Attacke überhaupt nicht, schreibt's mal in die Kommentare. Voldilam zum Beispiel, Ampharos, das kriegt er dann Drachenpuls. Ist vielleicht für PvP in Ordnung, aber ich habe mir damals keins entwickelt. Das Shiny habe ich so, aber mein 100er habe ich nach dem C-Day entwickelt, damit das eben Elektroattacken bekommt, weil ich Drachenpuls, weiß ich nicht, damit konnte ich nichts anfangen. Also schreibt ihr mal rein, welche C-Day-Attacken findet ihr sinnlos, welche Attacken findet ihr richtig genial und würdet ihr drauf warten? Und das war's von meiner Seite aus. Was habt ihr heute gemaxt? Habt ihr heute was gemaxt? Macht ihr auch mit beim Max Out Monday? Normalerweise mache ich das ja überhaupt nicht, weil es aber eben gepasst hat und ich die E hochziehen wollte, jetzt nach dem Super C-Day, habe ich mich heute mal angeschlossen, der Mehrheit gebeugt, dem Mainstream gefolgt und auch mal 300%ige Pokémon gepusht. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.